Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Summoning. Also, wir sind jetzt um eins schneller geworden mit der Rune. Ich hatte schon ein bisschen Beschwörung. Zuerst mal minus ein Stärke, minus ein Schnelligkeit. Und dann kam die plus ein Schnelligkeit und ich war erleichtert. So, hatten wir dir zugehört? Nee. Stangenwaffen kehren den Vorteil von Größe um. Keine Ahnung, was er uns damit sagen möchte. Das Schwert ist die verbreitetste Waffe. Fast alle Krieger können sich gegen seine Angriffe wehren. Es ist ein sanfter Hinweis, dass wir gegen irgendjemand mit einer Stangenwaffe kämpfen müssen, die wir nicht haben. Das wäre jetzt extremst ungünstig. Wir nehmen mal die Mango mit. Das wäre echt extremst ungünstig. Wir haben nämlich null Stangenwaffen. Und wir sind auch richtig bescheiden drin, glaube ich. Ja, wir sind da Lehrling. Sehr schön, Spiel. Wenn wir das jetzt brauchen, bin ich beleidigt. Übungsgelände. Gut, ich glaube, das, wo wir waren, war doch, glaube ich, das Übungsgelände, oder? Karte schauen. Haben wir da hinten jetzt alles gesehen? Weil da ist noch ein Stückchen nicht aufgedeckt. Wir gehen nochmal schauen. Nicht, dass wir da irgendwas verpasst haben. Also Stangenwaffe wäre jetzt echt unpraktisch. Oder vielleicht ist das auch nur, weil es ja ein Übungsgelände ist, irgendwelche schlauen Sprüche für die die Gegner, die da rumlaufen. Die Axt ist der schlimmste Feind der Skelette. Ich dachte eher ein Streitkolben. Das ist eine Bodenplatte. Eine Kreatur, die mit Feuer und Blitz kämpft, wird auch von Natur aus dagegen immun sein. Also ich glaube, das sind einfach nur so solch schlaue Sprüche. Hey, hier auf der anderen Seite waren wir doch schon. Wieso ist da noch ein Gegner? Da waren wir hier nicht. Da liegt auch noch Zeugs. Schauen wir. So, ich muss ja langsam eins drücken, falls unser Schwert noch was sagen sollte. Hat's nicht. Ein Amulett des Schutzes. Sehen wir bitte mal mit. Wurfmesser. Nehmen wir auch mal eins mit. Vielleicht kann man das auch irgendwann mal in einen Teleporter reinwerfen. Da muss man kein normales Schwert da reintun. Hust. Oh, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Hä? Wieso ist das jetzt... keine Ahnung. Was mit der Tür da los ist? So, was haben wir denn jetzt noch alles? Eine Münze. Mal wieder eine Streitaxt. Leerer Weinschlauch. Lass doch mal bitte den Hebel so, wie er ist. Und dann gehen wir da rein schauen. Aber hier, doch, hier waren wir. Warum auch immer der Gegner dort noch war. Gut, dann... Ist es wohl Jacke wie Hose, ob wir jetzt da oben oder da hinten oben gehen? Dann gehen wir hier weiter und dann unten nochmal irgendwo anders hin. Alles klar. Schaffen wir. Karte aus der Hand. Mit Karte kämpft sich so schlecht. So. Hatten wir das Schlüsselloch schon mal benutzt? Hä? Stimmt, das war mir vorhin schon aufgefallen, dass da so ein Schlüsselloch einfach unterwegs war, wo gar keine Tür war. Irgendwas wird's getan haben. Hoffe ich mal. Ja. Ich hoffe, dass es jetzt nicht schlecht war, dass ich da den Schlüssel reingesteckt habe.
Genau, das weiß man nicht. So, dann schauen wir mal hier so, da so. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Hier ist aber auch nichts. Keine Ahnung. Ein Raum, in dem nichts ist? Oder übersehe ich was? Oder waren wir hier schon? Dann waren wir wahrscheinlich hier schon. Diese und andere Fragen. So, da ist unser Kollege. Ich muss dringend einen zweiten Kaffee trinken, damit die Orientierung wach ist. Gut, dann haben wir da unten noch einen Teleporter eingezeichnet. Dann gehen wir da mal hinschauen. So, bist du mittlerweile wieder nüchtern? Ich glaube eher nicht. Wo wollt... Mann! Ich verspreche euch, in der nächsten Pause einen Kaffee zu trinken. Das da ist... gerade ein bisschen schwierig. Oh Mann. So. Dann wollen wir hier lang, weil wir dort einen Teleporter gesehen haben. Verbotenes Gebiet, betreten auf eigene Gefahr. Und er sagt das Gleiche. Na gut, dann rein da. Mana AD, da ist jemand. Schiff mal bitte den Teleporter. Ah, ist er der Dämon? Ah, okay. Ja, das ist wahrscheinlich der Zarf-Dämon. Niemand soll passieren, bis er das Wort spricht. Spricht das Wort und der Weg ist frei. Ja, dann sagen wir ihm mal Zarf. Zarf, das Wort, das du hören willst, ist Zarf. Nun lass mich vorbei. Du hast mehr gesprochen, du darfst passieren. Nee, du hast wahr gesprochen, du darfst passieren. Ui, ganz viele Dinge. Schauen wir mal in die Truhe. Oh, ein Buch. Buch der Magie. Also wir haben jetzt ein Buch der Magie. Wir haben einen Magierstab. Und irgendwo haben wir noch einen Magierhut. Ah, und noch einen weiteren von unseren Schädelkollegen. Und wir nehmen mal die Truhe ebenso mit. Das vom Gewicht gerade passt. So, Herr Kollege, was haben Sie zu erzählen? Sei gegrüßt, ich bin der Geist von Sylvanus. Ich weiß nicht, wie viele der anderen Schädel du gefunden hast, Sinalo, aber höre auf mich, du musst alle acht suchen. Das wissen wir. Dies ist der siebte Teil des Dimensionstorspruchs. Also fehlt uns zwischendrin noch fünf und sechs, aber wir haben jetzt die sieben gefunden. Das beunruhigt mich etwas. Aber okay, dann hau mal raus. Die siebte. Das ist die Faust. So, die Faust, das schauen wir gleich. Merke ihn dir gut. Sobald du beide Hälften des Stabes der Beschwörung gefunden hast und sie zusammengesetzt hast, musst du ihn benutzen. Es gibt jemanden, den du beschwören kannst und der die Welt von vor Schattenweber retten kann. Wen können wir beschwören? Um den Stab zu benutzen, musst du einen persönlichen Gegenstand, der einst der zu beschwörenden Person gehörte, in der Hand halten. Der Stab wird auch Personen von dem, was viele tot nennen, zurückbringen. Okay. Schattenweber will das Halsband der Runen, das er besitzt, benutzen, denn einst gehörte es dem Gott der Magie. Das Halsband ist schon seit der Zeit der Götter hier. Der Gott mag der eine sein.
Aber der Stab darf auf keinen Fall in Schattenwebers Hände fallen, so dass er die Beschwörung durchführen kann. Und egal wie stark das Verlangen ist, benutze keinen der 8 Schädel mit dem Stab. Es würde die Seele darin zerstören. Du hast mich eher verwirrt als geholfen. Aber wir schauen zuerst mal, was dieses Faustsymbol als Buchstabe ist. Das da war's, ne? Wir probieren mal durch. Ich habe keine Idee, in welchem Zauber das jetzt akut vorkommt. Nein. J. So, ist notiert. So, vielleicht findet man die doch in beliebiger Reihenfolge, die Herren Magier. Genau, das weiß man nicht. So, ein bisschen Mana-Pflanze. Ja, und solange wir Platz haben, nehmen wir auch nochmal Münzen mit. Na, dann sind wir überladen. Das ist doch kacke. So, du warst eine Eiwas-Rune. Erhöht vorübergehend die Genauigkeit des Charakters um 2 Punkte. Ich weiß nicht, ob ich das jemals benutzen werde, also lassen wir es mal hier. So, eine R-Rune. Da haben wir, glaube ich, noch einige auf Lager. Na. Und unten drunter ist eine Ausdauerregenerationsrune, das weiß ich noch. Und darunter ist nichts mehr. Dann schauen wir weiter. Ja, also den Diamanten will ich auf jeden Fall mitnehmen. Der Rest kann hier bleiben. So, dann schauen wir, dass wir jetzt unser Übergewicht loswerden. Ist das mal... Das alleine hat es nicht gerettet. Dann lassen wir doch mal nochmal eine Münze hier. Noch eine Münze. Also den Diamanten will ich auf jeden Fall mitnehmen. Noch irgendwas Schweres. Ja, ich weiß nicht, ob wir den Spiegel jemals nochmal brauchen werden. Oder die Stiefel, die Hasenpfote oder das Silberschwert. Da ist der Magierhut. Blatt der Schnelligkeit, der Stärke. Da ist einer von den Magierstäben. Da haben wir ganz viele Münzen drin. Ach Mann. Na, dann lassen wir mal das Amulett der Ausdauer noch hier. Regenerationsarmschutz, keine Ahnung. Die Federn werden wohl nicht die Welt wiegen. Uras Rune. War, erhöht vorübergehend die Stärke. Da werde ich im Zweifelsfall eh nicht dran denken. Weg damit. Ja, die Münzen wiegen auch nicht so viel. Wir müssen uns von irgendwas Schwerem trennen. Ja gut, dann ist noch die Mana-Pflanze und dann sind wir ready to go. So, können wir den Stab noch irgendwo wegpacken? Scheinbar nicht. So, dann haben wir hier alles untersucht. Wir haben nochmal so einen Schädel gefunden. Schauen wir nochmal auf die Karte, ob es sich lohnt, hier nochmal die andere Richtung durch das Mana-Entziehungszeugs zu laufen. Scheint mir nicht so der Fall zu sein. Gut. Karte aus der Hand nehmen, dann kämpft sie es besser. Dann hoffe ich, dass der Teleporter uns hier rausbringt. Genau,
So, jetzt sind wir wieder vor der Tür. Wo wollen wir jetzt hin? Ah, genau, da unten waren wir jetzt. Dann haben wir am Anfang unten noch was, was offen ist. Und oben ging es ja zum purpurnen Reich. Ah, und da ist noch eine Tür. Okay, direkt um die Ecke ist noch eine Tür. Da schauen wir zuerst. Sehr schön. Wieder ein Stein. Ganz viele Bodenplatten, die mehr oder weniger Gift. Blitz, Donner, whatever. Okay, was sollen wir hier beschweren, damit wir dort durchkommen, oder ist das egal? Okay. Ich habe bei keiner. Doch, ich glaube, bei irgendeiner habe ich was gehört. Ah, nein. Oh, au, 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 au. Das war nicht gut. Ich sehe es ein, das war nie so gut. Okay, dann müssen wir das irgendwie systematisch angehen. Kriegen wir irgendwie hin. Na, trink mal lieber noch einen. So, nachfüllen. Und dann schauen wir uns das systematisch an. Nimm mal den Stein mit. Nicht ablegen. Daneben, daneben. So, die Tür ist zu. Oder muss man. Wobei, wenn man eine der vorderen Platten betritt, dann sollte man hören, wenn sich da was öffnet. Eigentlich muss es eine der unteren sein oder eine Kombination von mehreren Platten. Weil man ja kein Klacken hört. Das ist alles krude Theorie. Dass man dann den Stein auf eine Platte legt und selbst auf einer anderen stehen muss oder so. Genau, das weiß man nicht. Ah, doch, jetzt hat's geklackt. Jetzt hat's wieder geklackt. Ah, dann muss man vielleicht in einer gewissen Kombination darüber laufen. Moment, halt. Lauf mal. Lauf, 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 mein Bub. Nee, das war's nicht. Oh. Moment mal, zack. Zack. Oh, das war's nicht. Aber wir machen kurz hintereinander die Tür auf und zu. Also geht es wohl um eine Kombination von Platten, über die man laufen muss oder auch nicht laufen muss. Schaffen wir irgendwie. Zumindest haben wir einen Ansatz gefunden. So, jetzt hat's Klack gemacht. Ist jetzt die Tür offen? Ja, die Tür ist jetzt offen. Und da sieht man auch eine. Das müsste eine R-Rune sein, oder? Zur Not kann man sich da auch hin teleportieren. Aber wir kriegen das raus. So, also jetzt ist die Tür offen. Dann ist sie jetzt wahrscheinlich zu.
Muss man vielleicht den Stein auf diese Platte raufwerfen? Von dort oder so? Weil sobald man von hier aus weggeht, scheint sie wohl wieder zuzugehen. Okay, dann versuchen wir das mal. Nimm den Stein mal bitte mit. Junge, nimm den Stein bitte mit. Mach's nicht so kompliziert. Pack den mal ins Inventar. So, spiel jetzt mal kurz nichts schießen. Ich würde gern in Ruhe hier mal denken. Kriegen wir das hin? So. Schau mal bitte nach da. Dann nimmst du das Steinchen in die Hand und wirfst das mal bitte. Oh, das war ein bisschen weit. Also, das war zwei und noch ein Stück zu weit. Also, eher da oben werfen. Gleich haben wir's. Gleich haben wir's. Hier nimm mal den Stein in die Hand. So. Daneben. So. Welche war das jetzt, die immer Klack macht? Das war die da. So, dann eins, zwei und ein bisschen. Was musst du jetzt so weit werfen? Okay, er wirft nicht nur so viel zu weit, sondern viel zu weit. Man hat es nur nicht gesehen, weil er die Wand getroffen hat. Okay, dann muss man vielleicht dann wirklich am anderen Ende stehen. Entweder hier in der Mitte oder auf der Platte direkt an der Wand. So, dann wirf mal. Wo hast du denn jetzt hingetroffen? Eigentlich da. Ach so, ein Stein allein reicht nicht. Ach Mann. Wenn noch irgendwo Steine. Sonst gibt es immer 100 Steine in dem Spiel und jetzt, wo ich gern welche hätte, ist das Spiel wieder sparsam. Da ist nur Mr. Weinschlauch. Ah, da waren noch Steine. Drei an der Zahl. So viel Platz haben wir aber nicht. Ja, vielleicht reicht ja schon ein zweiter. Schneck mal ums Eck. Okay, dann müssen wir uns erstmal testen. Ja, macht ja Sinn. Vorher blieb die Platte ja nicht unten. Eigentlich war es offensichtlich. So, leg mal den zweiten Stein versuchsweise hier ab. Nein, lass ihn auch bitte liegen. Ja, dann bleibt die Platte unten. Ah, und dann klacken auch die weiteren Platten nicht mehr. Also man muss nicht werfen, sondern einfach jetzt durchgehen. Sehr schön, das haben wir gelöst, aber zur Not hätte man sich auch mit der R-Rune teleportieren können und dann wahrscheinlich mit dem Schalter die Tür öffnen. Oh, wer bist denn du? Oh, da liegt auch noch irgend. Ah, das ist, glaube ich, auch so eine Magierwaffe, oder? Hallo, mein Name ist Sinalur. Darf ich nach deinem fragen? Sei gegrüßt, Sinalur. Ich bin Sidonius, ein großer Magier. Ich spreche vor dem Kampf die Kampfeswut über Schattenwebers Elitewachen aus. Kampfeswut? Was ist das denn? Es ist ein höchst komplizierter Spruch. Sogar ich finde es schwierig und anstrengend, solche Magie anzuwenden.
Er erfordert 6 der komplizierteren Handbewegungen. Einmal im Kampfeswut kämpft man wie ein Berserker. Ich habe Männer gesehen, die in diesem Zustand schwere Schläge abbekommen und sich einfach nicht darum gekümmert haben. Dann schlugen sie zu. Stärker als es die meisten Sterblichen können. Das einzige Problem ist, dass ebenso wie beim Anwenden des Spruchs die Kämpfer schnell ermüden. Das scheint dich zu interessieren. Kannst du zaubern? Wenn ja, zeige ich dir den Spruch. Bitte, ich möchte den Zauber unbedingt lernen. Konzentriere dich. Ich möchte es nicht mehrmals vorführen, also los. Oh Gott. Ich schicke euch einfach in die Pause und versucht das irgendwie in Buchstaben umzusetzen. Bis gleich.